Als experimenteller Dichter habe ich mich naturgemäß sehr in die Tiefe der Sprache versenkt, vielleicht mehr wie andere. Ich habe nämlich gesehen, dass wir zwar von beweglichen Lettern, von beweglichen Buchstaben sprechen, aber in dem Augenblick, wo die Buchstaben aufs Papier kommen, sich nicht mehr bewegen, sie sind starr und fixiert. Dann habe ich nachgedacht, wie kann ich diese Buchstaben wieder in Bewegung bringen. Ich habe gewissermaßen dann ab 1966 herum mobile Texte entworfen. Das heißt, zuerst auf Papier habe ich versucht, durch typografische Experimente, durch den Einsatz von Sonderzeichen wie Klammer, Bindestrich, Komma, Bewegung in die fixierten Buchstaben zu bringen, weil ich davon ausging, dass wir haben zwar einerseits die evidente Bedeutung eines Wortes, aber darunter verbinden sich viele andere Bedeutungen. Es gibt gewissermaßen Worte unter den Wörtern. Eine Spezialklasse dieser Technik ist das Anagramm. Ne? Wenn ich Buchstaben vertausche, also Buchstaben verwege, in eine neue Reihenfolge bringe, dann offenbart dieses Wort neue Bedeutungen. Ne? Und nachdem ich gesehen habe, dass diese Mobilisierung der Buchstaben auf dem Papier schwierig wird, habe ich mir überlegt, ich könnte das übertragen auf das Medium Neon. Dort kann ich dann durch das Licht sozusagen eine temporale Schaltung einführen. Wann welche Buchstabe aufleuchtet, so kann ich gewissermaßen die verborgenen Worte in einem Wort selbst aufleuchten lassen. Nehmen wir als Beispiel das Wort Sprache. Das enthält ja, erstens das Wort Rache ja, und dann enthält es auch das Wort Sache. Ja. Oder hier das Wort Savoir. Das enthält nicht nur das Wort Wissen, sondern enthält auch das Wort, wie Sie gleich sehen werden, ne? Voir, sehen. Und dann enthält es auch das Wort avoir, haben. Also man kann da lernen, ich weiß, was ich sehe. Ja? Und das, was ich weiß und sehe, habe ich auch. Ja? Oder hier das Wort Patrioten. Da kommt das Wort vor, ja? Wie Sie gleich sehen werden. Patrioten enthält das Wort ja? Idioten ja? Und das Wort Toten. Ja? Diese Beispiele sind aber nicht nur spielerische Beispiele, sondern sie zeigen auch, dass im Wort selber schon in seinen verborgenen Bedeutungen, wie zum Beispiel hier Sprache und Sache, ein Weltbild, ein Wirklichkeitsbild durch die Sprache vorgegeben wird. Die Beziehung zwischen Sprache und Sache, also zwischen Gegenstandswelt und Sprachwelt, ist durch die Sprache geprägt. Wenn dann Philosophen wie Michel Foucault ein Buch machen, Les mots et les choses, die Worte und die Dinge, oder wenn Willard von Orwell-Quine, der große Logiker, ein Buch macht, Word and Object, ja, da sprechen sie ja nicht von der Wirklichkeit, wie beide Philosophen meinen, sondern sprechen von der durch die Sprache vorgegebenen Wirklichkeit. Weil die Beziehung zwischen Sprache und Sache ist schon im Wort selbst vorgegeben. Die Beziehung zwischen Idioten und Patrioten ist im Wort selbst schon vorgegeben. Ne? Das heißt, dass die Patrioten Idioten sind, die Tod erzeugen, ja, ist keine Entdeckung der Wirklichkeit, sondern eine Entdeckung, die die Sprache schon vorgibt. Auch deswegen, weil sich klarerweise in der Sprache jahrhundertelange Erfahrungen sedimentieren, ablagern. Also die Wirklichkeit bildet sich teilweise der Sprache ab und dann gibt die Sprache vor, wie wir die Wirklichkeit konstruieren. Das hat für mich dazu geführt, eben dass ich gesagt habe, Sprachkritik ist die eigentliche Wirklichkeitskritik. Ich kann die Wirklichkeit nicht kritisieren, wenn ich nicht vor der Sprache und den Sprachgebrauch kritisiere. Also der pragmatische Aspekt, wie die Menschen die Sprache gebrauchen. Das ist der entscheidende Teil der sprachlichen Dimension, der sprachlichen Kommunikation. Das hat dann dazu geführt, dass ich eben diese Sprachkritik auch gemacht habe im öffentlichen Raum. Ich habe dann gesagt, das ist das Wort Polizei, aber da habe ich dazu geführt, dass es lügt. Dann stand hier im öffentlichen Raum das Wort Grundbuch. Da habe ich gesagt, nein, das ist ein Schundbuch. Und hier stand das Wort Landesgericht. Da habe ich gesagt, nein, das heißt eigentlich Schandesgericht. Ich habe dann in der Öffentlichkeit den Sprachgebrauch kritisiert. Das war die Idee eben so Mitte der 60er Jahre. Ja, Analyse der Sprache als Analyse der Wirklichkeit und zu zeigen, dass in der Sprache schon unsere Konstruktion, unser Modell von Wirklichkeit vorgegeben ist.